Regel Nummer 1: Kenne deine Zielgruppe und lerne diese zu verstehen. Bevor mit dem Dashboard angefangen werden kann, sollten einige Fragen deiner Zielgruppe gestellt werden. Das wird dir helfen, ein Dashboard zu entwerfen, das deine Kollegen oder auch der Kunde maßgeblich in seiner Tätigkeit unterstützt. Mögliche Fragen sind: Wer ist deine Zielgruppe? Welche Aufgaben geht deine Zielgruppe nach? Welche Probleme soll das Dashboard lösen? Welche Entscheidungen sollen daraus abgeleitet werden? Welche Informationen benötigen diese? Und wie werden diese das Dashboard verwenden? Zum Beispiel suchen das Top-Management und Führungskräfte nach allgemeinen Trends. Auf der anderen Seite benötigen Manager auf mittlerer Ebene detaillierte Informationen, um den täglichen Betrieb zu steuern. Wenn du deine Zielgruppe kennst, kannst du die folgenden Aspekte deines Dashboards festlegen. Welche Wertfelder sollen angezeigt werden? Welche Detailebene soll verwendet werden? Und wie oft sollen die Dashboards aktualisiert werden? Oder soll das Dashboard einseitig oder mehrseitig sein? Kommen wir nun